Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von dem Euro Truck Simulator 2. Heute wollen wir versuchen, unseren eigenen Truck endlich kaufen zu können mit einmal A von der Bank den Kredit mit 100.000 und dann brauchen wir ungefähr ja noch 20.000 und fehlen bloß noch gut 3.000. Ich habe mal geguckt, das Auto mit der Farbe, mit der Lackierung, die ich haben will, kostet knapp über 120.000. Also das heißt noch 3.000. 1000 fehlen uns und wir haben heute mal eine richtig gute Auftragslage von Berlin nach Prag. Da waren wir noch nicht. Das haben wir gerade mal zu Tschechien. Das war zwar nicht zu Prag, aber da sind wir durch Prag durchgefahren. Aber von Deutschland nach Tschechien, das hat man mal in der Let's Try Folge gehabt. Das wäre quasi unsere erste Auslandsfahrt allgemein und die ist auch gleich noch hochwertig, diese Tour. Und wir bekommen sogar 5.800 Euro, wenn wir die ordentlich meistern. Das heißt, diesen Auftrag nehmen wir definitiv an. Dann haben wir das Geld nämlich schon zusammen. Brauchen wir uns noch den Kredit von 100.000 nehmen und wir können unseren ersten eigenen Truck kaufen. Beziehungsweise eigentlich gehört er ja der Bank, weil bevor wir den Kredit dann nicht zurückgezahlt haben, gehört natürlich der LKW der Bank. So, aber wir haben da natürlich viel mehr Möglichkeiten. So, wir fahren einen DAF-LKW. Gucken wir mal kurz rein, da ist die Schlafkoje, XF. Oh ja, ist doch relativ schnieke. Wir gucken mal rum. Guck mal an, hier haben wir nämlich einen Radlader, also einen Schwertransport heute. Von Deutschland, Berlin nach Prag, Tschechien. So, ich möchte den mal von vorne sehen. Das sieht auch richtig schnieke aus. Warum gehst du in die Ausgangsposition? Ich wollte mir den angucken. Sehr gut. Richtig schnieke. So, und ihr habt mir den Hinweis gegeben mit den F. Und den Zahltasten kann ich umschalten. Genau. Ah, alles klar. Jetzt sehe ich es auch. F5 ist fürs Radar. Also was heißt fürs Radar? Fürs Navi. F6. Ah. Aktueller Auftrag. Okay. Fracht, Radlader, 15 Tonnen. Zielorte Prag, Dredaux. Erwartet bis Mittwoch ein... Ah, hier sehen wir es. Geil. Hier sehen wir endlich, bis wohin, bis wann wir Zeit haben, das abzuliefern. Bis Mittwoch 1.19 Uhr spätestens muss es dort sein. Wir bekommen eine Vergütung von 5.800 Euro und wir haben eine Restzeit zur Lieferung von 10 Stunden 10 Minuten. Nächste Pause ist in 10 Stunden 56 Minuten. Alles klar, das kriegen wir hier wunderbar angezeigt. Perfekt. F7. Okay, hier sehen wir den Zustand der Ware und des LKWs. Und hier können wir auch den Abschleppwagen rufen, alles klar. Und F8 ist keine Kurznachrichten vorhanden, alles klar. Und aufs Navi F5 zurück. Na, läuft doch. So, bevor wir aber jetzt hier losfahren, wollte ich noch was schnell einstellen. Nämlich Helga muss ich ein bisschen das Wort verbieten. Das habt ihr auch geschrieben, das können wir ein bisschen eindämmen, dass sie uns ständig warnen, wenn wir zu schnell sind. Da, Warnung, Stimme, genau. Ja, machen wir Signal, ne? Und ich weiß, dass es natürlich verschiedene Sprachausgaben gibt. Es gibt einmal auf Deutsch Helga und einmal den Karl auf Deutsch. Und natürlich gibt es auch noch andere Sprachen, genauso verschiedene Sprachausgaben natürlich. Aber in Deutsch gibt es halt nur die zwei, einmal die Helga, einmal den Karl, das ist mir natürlich bewusst. Und wir nehmen aber trotzdem wieder die Helga mit. Wir haben ja bloß jetzt das Wort verboten für die ganzen Warnungen, weil das ist doch auf Dauer dann ganz schön lästig. So, ich würde sagen, genug gequatscht. Wir drücken... Fertig zum Losfahren. Fertig zum Losfahren. Wir drücken R für den Motor starten und dann let's go. Wir sind da ungefähr in 4 Stunden 55 Minuten. Das heißt, am Dienstag um 20.06 Uhr und Mittwoch 1 Uhr unten müssen wir spätestens dort sein. Das heißt, das kriegen wir alles wunderbar hin von der Zeit, wenn nicht irgendwas Größeres passiert. So, unser erster Radlader, den wir hier ausliefern. So, wir blinken natürlich erstmal, bremsen. Hier kommt nix. Guck lieber zweimal. In den letzten Folgen ist irgendwo komisch. Oh, 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 oh. Ja, gut, das geht gut. Plötzlich irgendwo einer aufgetaucht, obwohl ich eigentlich gar keinen gesehen habe. Daher müssen wir ein bisschen aufpassen. So, rechts halten. Ist das eine Rotfahrt? Ja, es wird eine Rotfahrt. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich habe auch einen schweren LKW. Ich kann nicht so schnell notbremsen. Na komm, 140 Euro. Weg damit. Ich habe hier 5.800 Euro Verdienste. So.
Und das klingt nach einem Turbo, den dieser LKW hat. Ja, definitiv. Das ist ein Turbo. Das höre ich sofort. Links halten und dann links abbiegen. Vorsicht, Auto da hinten. Biege nach links ab. Jaha, es ist rot. Ich darf nicht nochmal drüber fahren. Sonst wird es wieder eine Rotfahrt. So. Oh, wir rollen ja. Oh, jetzt können wir fahren. Diese Turbo, den. Was ist das? Ist das der neue Renault? Das ist doch der neue Renault, oder? Ich glaube, das ist der neue Renault. Schreibt mal in die Kommentare, ist das der neue Renault? Fragezeichen? Rechts ich will ja nichts Falsches sagen, und ne? Dann rechts abbiegen. Rechts halten und dann rechts abbiegen auf Biege die A13, so wie es aussieht. Iveco? Kann das sein? Wir müssen mal gucken, die ganzen LKWs, die wir hier so unterwegs sehen. Können wir uns die mal angucken, ist eh rot. So, einmal abbiegen. So, jetzt verlassen wir Berlin, die Hauptstadt von Deutschland, um dann nach Tschechien, Prag zu fahren. So, was sehe ich denn die Geschwindigkeit bei dem hier? Die digitale Anzeige habe ich nicht, ne? Ich sehe zumindest keine. Das rollt schon, wir müssen eh schon wieder bremsen. Weiter geht's. Wir müssen nach Prag. Tschechien. Steht das hier schon irgendwo? Wroclaw, Dresden. Ich würde Richtung Dresden sagen, oder? Also das Navi sagt auf jeden Fall erstmal geradeaus. Dann ist das schon mal Richtung Dresden, sage ich doch. Sehr gut. So. Mit den ganzen Raudis, die uns überholen müssen. So 80 dürfen wir fahren. Das heißt 90 maximal, ohne dass wir irgendein Bußgeld zu erwarten haben. Tolerant ist ja 10 km/h und die würde ich schon gerne voll ausnutzen. Aber man merkt schon, dieser LKW hat zu tun mit dem Radlader. Wir gucken mal kurz raus. Ja, sieht alles gut aus. Wollen wir kurz über den Standstreifen ein Stück fahren. So, der braucht schon eine ganze Weile, bis der mal auf 90 hoch ist. So, 86 sagt er. Ja, jetzt kommt natürlich der Piepton. Ja, ich weiß. Schätze gehen. So, Tempomat ist drinne. Und selbst wenn dieser Warnton uns auf den Sack geht, und das so weitergeht, stelle ich auch den Warnton aus. Und wenn das so weitergeht, der ist ja noch penetranter als Helga, wenn der warnt. Sorry, Stör. Nee, mit uns. Das ist ja noch penetranter, als wenn Helga uns warnt, alle paar Minuten. So, keine. So. So, jetzt sollte jetzt Ruhe sein hier. So. Mann. Rasthof. Oh Gott, das konnte ich gerade nicht schließen. Was ist denn hier los? Hier ist irgendwas. Unfall. Eine Spur wurde. Ja, du musst natürlich fahren, du Vollhong. Mann, Lichtstube hier. Wie war denn Lichtstube? Was ist das Licht dann? Was war denn Lichtstube? Nein, das wollte ich nicht. Ach, egal. So, mach den Blinker aus. Muss natürlich hier vorsichtig fahren. Okay, hier kann. Der ist Schrott. Der Volvo ist Schrott. Da kam es zu einem Unfall. Ja, da hat es ordentlich gerungst.
Ja, und es fängt an mit Regnen. Einmal... Oh, drei Scheibenwischer. Oh, nur geht die Welt zugrunde. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder hier richtig an Speed gewinnen. Das könnte etwas dauern. So. Ist das eine Dreispur? Nein, das ist hier die... Genau, alles klar. Bleibt bei zwei Spuren. Dreieck Spreewald. Das war auch schon mal durchgefahren, ne? So, warte mal. Das ist, glaube ich, drei Stufen, ne? Das ist dauerhaft jetzt und das andere ist ganz schnell. Ja, das brauchen wir nicht. Und das ist auch schnell. So. Warum blinke ich eigentlich die ganze Zeit? Sagt mir auch keiner. Helga. So, jetzt können wir blinken, weil wir hier abfahren. Blinkt man die ganze Zeit. Naja. Rechts halten und dann okay. Ausfahrt rechts nehmen. So, das ist auch schon wieder irgendwas. Eine Polizeikontrolle. Von einem LKW. Ausfahrt rechts. Ah, das läuft, das läuft, das läuft. So, 79. Wird natürlich langsamer, weil es bergauf geht. Der Verschlängelinie da vorne. Links, rechts, links, rechts. Blinker aus. Also geht er mir auf den Sack. Der hat doch gesoffen. So. Den sind wir erstmal los. Das ist ja gut. Noch 3 Stunden 19 Minuten. Alles klar. Oh, jetzt geht das Unwetter richtig los erst. So. Die Kollegen überholen. Vorsicht, Schwerlasttransport unterwegs. Ihr habt nichts zu melden hier, ne? Ach ja, noch 210 Kilometer, 3 Stunden noch knapp. Im Moment läuft alles gut, würde ich sagen. Nur das Pisswetter ist nicht gerade so schön, aber da müssen wir durch. So, Dresden-Nordzimmer. Radarkontrolle durchgestrichen, alles klar, das sehe ich jetzt als das Schild. Läuft! 120 für PKWs, 4 für... Oh, wow. Schönes Gewitter. Für LKWs zählen 80. Bitte rechts halten. Mach ich jetzt again. Mach ich. Blinkt man natürlich vorschriftsmäßig. Da. Dresden, Prag. Mit 80 kann ich hier durchbrettern. Bist du dir das sicher? Ja, dann. Ja, es geht eh bergauf. Dann werden wir noch langsamer. Gut. So, aber es scheint eine eigene Spur für uns zu geben. Gewöhnt, dass der Blinker nicht automatisch ausgeht. Warum auch immer. So, wir können auch mal das Licht anmachen, wenn schon schlechtes Wetter ist. Ist das Fernlicht? Nö, das ist kein das stinknormales, ne? Ja. So. Dresden Altstadt. Da bleiben wir aber auf der Autobahn, oder? Ja. Das sieht gut aus. Natürlich das beste Wetter, ne? Haben wir heute. Eieieiei. Wir haben noch ein ganz schönes Stück vor uns. 163 Kilometer. 2,5 Stunden noch. Bevor wir am eigentlichen Ziel sind. Das ist schon wieder blaulich. Was ist? Wir sind aber heute unterwegs, da. Okay, Verkehrskontrolle, PKW. Für Standstreifen seid ihr auch ganz schön wahnsinnig, ehrlich. So, Spurwechsel. Den Bus überholen wir. Den schnappen wir uns. Ja. Südvorstadt runter, alles klaro. Auch wenn Helga noch nichts sagt. Wir sind gewappnet rechts dafür. Halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Geht klar, Schätze gehen. Geht klar.
Dresden Südvorstadt runter. Nimm die Ausfahrt rechts. Der eiert aber auch was zusammen da vorne. Südvorstadt. Okay. Oh, jetzt gehen wir wieder ordentlich Gas hier. Ja, wirst du schneller noch PKW oder? Ah, okay. Keine Chance. Müssen wir mehr Gas geben, aber wir wollen es natürlich nicht riskieren, dass wir geblitzt werden. Es müsste ein Tunnel kommen, genau, alles klar. Kennt man natürlich. Das sind 80 erlaubt. Das heißt, der müsste runterbremsen. Wir sind so rotzfrech. 10 Stundenkilometer sind wir schneller unterwegs. Wo holen wir den natürlich? Gut, so hässlich ist der Tunnel in Wirklichkeit aber nicht, ne? Genau, da kommt auch ein Tunnel hinterher. Aber dass er so hässlich war, das wüsste ich. Zack, da habe ich sie richtig gut unterwegs. Die guten Moves. So. Jetzt sind wieder 100 erlaubt. Jetzt müssten die Autos eigentlich relativ schnell wieder fahren. So. Aber soweit stimmt das alles schon mit den Ausfahrten hier. Das ist richtig schön nachgemacht. Kann man echt nicht meckern, ne? So. Es scheint langsam aufzuhören mit Regnen. Es lockert sich wieder auf. Perfekt, was will man mehr? Gut, da Tankstelle oder einen Rasthof gibt es ja aber nicht, ne? Das ist dazu erfunden worden. Eieieiei. Aber stört uns ja nicht. So. Ach, so schnell ist man nun auch nicht in Prag, ne? Beziehungsweise bei den Tschechen drüber. Das ist sehr kurz gehalten, alles klar. Gut, weiß ich Bescheid. So, da war ein Begrenzungshügel. Brettern wir einfach drüber, egal. Tschechisch muss man natürlich aufpassen. Ich weiß nicht, wie das mit den Strafen dort ist, wenn du zu schnell fährst. Ob das dieselben Strafen sind wie in Deutschland oder ob das hier wie im realen Leben doch etwas teurer ist. So, da auf Tschechisch. Achtung, Radarkontrolle. Bestimmt hier im Tunnel. Die Schweinepriester, du. Kann das sein, dass in Tschechien irgendwie alles größer, besser, toller dargestellt wird? Wenn ich mir gerade mal den Tunnel von uns angucke, wo wir gerade durchgefahren sind, der sah ja meilenweit grottenschlechter aus als dieser hier. So, hier ist eine Baustelle auf dem Standstreifen, warum auch immer. Lassen wir mal so stehen, ne? So, wir haben doch, oh, nur noch eine halbe Stunde. Dann haben wir es geschafft. Nice. Wir demnächst auch abfahren, oder? So, Radarkontrolle zu Ende. Kein Gerät wieder gesehen. Ja, egal. So, Geschwindigkeit ist aufgehoben. Für PKWs, bei uns bleibt es bei 80. Frage mich, ob das wirklich so ist, dass die LKWs nur 80 fahren dürfen auf der Autobahn. Ich dachte immer 100. Das finde ich überrascht, dass es hier 80 sind. So, parken in 200 Metern, das ist uninteressant für uns. Wir haben unser Ziel eh gleich erreicht. Pause müssen wir jetzt auch noch nicht machen. So, machen den Tempomat wieder rein. Jetzt muss ich die ganze Zeit Gas geben. 400 Euro! Ja, leck mich! Das kannst du mir nicht erzählen! Ich hab doch aber 10 km/h tolerant reingemacht. Willst du mich verarschen, ne?
Ja, gut, sagen wir 400 Euro bezahlt, jetzt kann man richtig Gas geben, da. Und dafür auch noch recht linke Spurs meine, das sag ich dir. So, viel Spaß da hinten. Bis ich abfahren muss, kannst du hinter mir warten. Ich habe gerade 400 Euro bezahlt. Ich hab's ja vor allen Dingen, wa? Ich will mir einen neuen LKW kaufen. Die Tschechen, die fährt wieder schön ab, natürlich. Läuft bei euch. So, die Autobahn endet jetzt, glaube ich, übrigens, ja genau, mitten in der Stadt. Da ist die Autobahn einfach einmal zu Ende. Und jetzt kommt, glaube ich, so ein Doppelkreisverkehr. Deswegen ordne ich mich mal rechts ein. Erster Aufenthalt in Prag. Aber ich kann mich das noch vom Let's 2 erinnern. Da war ich sehr, sehr erschrocken darüber. Hallo? Gibt es auch Gas irgendwann? Du wartest jetzt hier, ist mir egal. Ja, fahr zu! Blinde Kuh! Meine Güte, ich habe einen Schwerlasttransporter an der Arsch. Da musst du natürlich wieder rauskacken. Ja, ich nehme diese Ausfahrt. Danke. Du bringst mich wieder runter, Helga. Danke, dass es dich gibt. Ja, nee. Ja, komm, Audi, fahr zu, du. Audi, Skoda, was auch immer du bist. Mittlerweile sehen hier fast alle gleich aus. Da macht der eine Händler dem anderen alles nach. Der, nicht der Händler, sondern der Hersteller. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Jetzt hier rechts? Nein, an der Ampel rechts, ne? So. Biege nach rechts ab. Mach ich. So. Und dann bleiben wir gleich auf der linken Spur, weil wir müssen eh links abbiegen, um aufs Gelände zu kommen. Sehr gut. Links halten und dann links abbiegen. Mach ich. Ich würde ja trotzdem ein bisschen rüberziehen, weil ich brauche ja einen größeren Wendekreis, ne? Links ab. Ja, mach ich. Schätze gehen, mach ich. Solange der LKW endlich mitkommt. Wir sind da. Endlich. Die Sprüche von Helga. Nice, nice. So, wir, vorwärts, rückwärts. Gerade. Dann nehmen wir die 40 EP natürlich. Wir probieren es, komm. Fahre zum Verladebereich, fahre zu der auf der Karte gezeichneten roten Fahne. So, wir müssen natürlich jetzt trotzdem mal einmal wenden. Was ist denn jetzt los? Nee, möchte ich nicht. Weg damit. Ich möchte es versuchen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Muss ich jetzt hier erstmal. So. Ich sehe die Markierung gerade nicht. Wo ist denn die Markierung? Mach mal so. So. Wo ist denn die Markierung da? Ein bisschen gerade werden. So, stopp. Ja, komm, schaffst du. Bremsen, das war zu schnell. Gucken, ob wir das retten können. Das gepiepte. Nee, das war falsch eingelenkt. Noch ein bisschen korrigieren. Entschuldigung. So. Ja, dann macht die Warnblinkanlage an. Gut, mit F machen wir die Warnblinkanlage an. Gut zu wissen. Ja. Das sollte eigentlich zählen, ne? Bleiben. Das zählt. 40 extra Punkte. Jawohl. Wir haben es doch noch nicht verlernt. Sehr schön. Ausgezeichnet. Radlader von Berlin nach Prag geliefert. Gefahrene Strecke 326 Kilometer. 4 Stunden 34 Minuten haben wir gebraucht. Verbrauchter Kraftstoff 161,1 Liter. Oh, und jetzt geht es richtig los. Basisvergütung 5174. Erfahrungsbonus 144. Bonus für Fernfahrt 241. Bonus für hochwertige Fracht 241 macht zusammen 5800 Euro. Und wir haben insgesamt 505 EP bekommen. Und wir sind Level 3 Neuling. Richtig nice.
So, wir fahren auf Fortklicken. Und oh, noch ein Fähigkeitspunkt. Wir machen nochmal Fernfahrten. Lieferung bis zu 550 Kilometer, 10%. Höhere Vergütung für Lieferstrecken über 350 Kilometer. Komm, das machen wir mal. Zack. Ach, ich muss hier auf Plus gehen. Genau. Und anwenden. So, wir haben eine neue E-Mail. Da kommen wir doch mal kurz rein. Wir können Ihnen helfen zu wachsen. Bank. Angesichts Ihrer stetigen Erträge möchten wir Ihnen anbieten, bei Entwicklung Ihres Potenzials weiter behilflich zu sein. Wir haben uns erlaubt, Ihre Kreditlinie auf 500.000 zu erhöhen. Fühlen Sie sich frei, jederzeit bei Ihrer örtlichen Bank über diese Summe zu verfügen. Wow. Wir haben den Kredit... 500? Das sind aber 400. Ungenutzter Kreditrahmen 500. Ja, das läuft ja. 500, brauchen wir das wirklich? Das können wir ja immer noch machen, oder? Wir haben jetzt 22.000. Ich würde gerne die 100.000 nehmen. Neue Kreditanfrage für einen Kredit in Höhe von 100.000. Rückzahlungszeitraum 35 Tage. Alles klar. Zinssatz PA 18%. Tägliche Rate 2888 Euro. Möchtest du diesen Antrag bestätigen? Cool, aber wir können bis zu 500, also wir könnten quasi noch einen 400.000 Euro Kredit nehmen. Da könnten wir uns natürlich ein super Modell von LKW holen. Habe ich jetzt das Geld gekriegt? Ja, 122.000. Scania. Aber so einen, ja, Top-Dings kann man noch gar nicht, glaube ich, holen, weil uns das Level fehlt. So, ich möchte den Scania-Händler gerne besuchen, weil ich glaube, unseren, den könnten. Den wollte ich nicht, den wollte ich holen, ne? Der hatte, war, glaube ich, besser. Fast besser. Hat den Größe. Ach, ist die Farbe, was unterschiedlich ist. Ja, doch, ist schon ein bisschen anders. Okay, 370 PS von der Stärke her ist dasselbe, aber da gefällt mir besser. Ist größeres Holzen. Wenn ich jetzt den nächsten anklicke, den kann ich gar nicht holen, weil der wäre erst ab Level 14. Das nützt mir also gar nichts. Genauso die anderen Sachen. 16, 18, 20, 25. Ja, also daher können wir erstmal bei dem hier bleiben. Ich möchte aber gerne eine andere Lackierung haben. So, das heißt, das war glaube ich hier, ne? Wo wir könnten ja mal gucken. Der Rot sieht schon cool aus. Das Schwarz natürlich auch. Benutzer definiert. Das habe ich gar nicht gesehen, okay. Kostet dementsprechend natürlich mehr, ne? Das war klar. Football Level 5, ja gut. Ich würde gerne einfach, was nehmen wir denn? Hier, nehmen wir das. Das 120.000 bestätigen. Ach, ist Ausführung ändern. Wir waren ja nicht fertig. Was hast du denn noch hier? Zubehör. Sternchen. Beifahrerschild. 150. Ja, läuft bei dir. Aber hier so ein Beifahrerschild wäre schon geil. Kann ich da reinschreiben, was? Winair. Anwenden. Würde ich gerne dazu nehmen wollen. So. Bestätigen. Ah, Mann. Ausführung ändern. Ja, du kannst halt hier viel machen, ne? Das ist viel Schnickschnack, Mist und so. Es kostet alles extra. Auch der Innenraum natürlich. Sonnenblende. Ja, komm hier, das braucht man eigentlich gar nicht. Windschutzscheibenset. Okay. Frontspiegel. Standard steht, das braucht man nicht. Was haben wir hier? Noch anderen Spiegel. Ja, du kannst hier echt viel einstellen, ne? Was hast du hier? Was kann ich hier noch machen? Hintergrundbeleuchtung. Ja, läuft bei uns, ey, ehrlich. So, es einstellen kannst, Fahrerschild. Das habe ich doch schon. Rein theoretisch habe ich das ja schon, ne? So, wir könnten hier noch... Ja, das ist ja schon drauf. Ist schon alles dabei, ne? Da kannst du keine Besserung machen. Doch, hier könntest du für 16.000. 12 Gänge. Das sollte so passen. Ich würde das so lassen. Bestätigen. Gesamtkosten 121.050 Euro. Und wir haben 122.000. Das passt. Wir klicken auf Kaufen.
Wir danken Ihnen für den Kauf Ihres ersten LKW bei uns und würden uns freuen, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Müssen wir mal gucken, wie das so ist, ne? So, und jetzt haben wir nämlich unsere Garage richtig freigeschaltet. Das heißt, wir können dort richtig reinfahren auch. Ach, und wir können jetzt unabhängig und nicht angestellt irgendwelche Jobs nämlich erledigen. Und das würde ich dann nämlich am Donnerstag in der nächsten Folge zum Euro Truck Simulator 2 mit euch gerne machen. So, es regnet natürlich. Applaus, Applaus. Und da sehen wir das neue Schmuckstück von uns. Einen Scania. Genaue Bezeichnung weiß ich jetzt gerade nicht. Da sitzen wir drin. Habt ihr es gesehen? 1:1 Kopie zu mir. So, die Garage ist frei. Da können wir jetzt reinfahren. So. Motor an. Ah, da sagt Helga nichts, ne? Da sagt Helga nichts. Das sieht doch richtig schnieke aus. Ist natürlich auch nicht das neueste Modell, ne? Muss man natürlich sagen. Aber das sieht schon mal richtig schnieke aus. Beziehungsweise um den Motor abzustellen. Will ich doch gar nicht. Ich will hier reinfahren. So, jetzt müsste ich gleich so wieder aufgehen. Genau. So, und hiermit können wir, glaube ich, die Garage betreten, oder? Zu verwalten. Nicht zu betreten, sondern zu verwalten. Und da hatten wir, glaube ich, in der letzten zwei Folge, die wir hatten, dann quasi aufgehört. Jetzt geht es natürlich im Let's Play erst richtig los. Ökonomischer Erfolg. Wirtschaftsprotokoll, Einkommen 21.000. LKW-Wartung, Profit 21.000, durchschnittlich täglicher Profit 10.000. Ja, das läuft. Ich muss natürlich erstmal klarkommen, ich habe Hilfe ein- und ausschalten. Was ist das denn? Eine voll ausgestattete Garage dieser Größe sollte so viel Einkommen in der Woche bringen. Die Leiste zeigt dir, wie gut sich die Garage schlägt. 100%. Winzig. Ein LKW, Fahrer 1 und 1, Auflieger 0. Täglicher Profit, Produktivität 0. Oh, Aufliegermanagement, LKW-Management. Solange wir grüne Zahlen schreiben, ist alles gut. 100.000 Umbaukosten für eine große Garage, 100.000. Wenn Sie da bin, um das zu sehen, okay. Fahrermanagement. Ja, das sind wir natürlich, wir sind die einzigsten Arbeitsagentur. Wir könnten jetzt, glaube ich, auch einen einstellen, ne? Fahrer einstellen. Der Netzwerk für die Suche nach Mitarbeitern findet weitere Agenturen, um eine größere Auswahl zu haben. Wir gucken mal, Fahrer einstellen. Um Fahrer online einstellen zu können, musst du zuvor eine Arbeitsagentur ausfindig gemacht haben. Haben wir noch keine Arbeitsagentur gefunden? Ja, läuft bei uns. Ich sag's ja. Gut, das heißt für uns natürlich, dass wir in der nächsten Folge mal bei uns rumfahren, damit wir mal das Jobcenter ausfindig machen. Vielleicht können wir ja schon einen einstellen. Da können wir selber als Angestellte noch andere Aufträge machen. Aber wir haben schon mal einen zweiten Mann, der quasi auch noch weiteres Geld rein schafft. So, Karriereentwicklung. Was haben wir da noch? Also es geht hier stetig bergauf. Das sieht schon mal gut aus. Wir könnten ja rein theoretisch externe Aufträge. Wir sind ja jetzt nicht mehr gebunden eigentlich, weil wir ja unseren eigenen LKW haben, ne? Das heißt, wir gucken mal ganz kurz nach. Genau. Schnellaufträge, das könnte man ja bis jetzt nur machen. Jetzt können wir auch hier verdiene Geld mit deiner eigenen Zugmaschine, indem du Fracht auflädst und sicher an ihr Ziel bringst. Sehr schön. Was gibt's denn da so Schönes? Muss ich da was aus? Nein, muss ich nicht. Ah, guck dir das an. 13.000. Ich werde abgespeist mit maximal 5.000 bis 6.000, wenn es gut kommt. Und ich kann ja Aufträge von bis zu 13.000 machen. Ja moin, jetzt läuft unser Geschäft bald richtig an, das kann ich euch sagen. Halleluja. Gut, dann würde ich sagen, das war eine neue Folge von dem Euro Truck Simulator 2. Ich bin ganz sprachlos. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn du es siehst, lasst doch gerne einen positiven Daumen nach oben, da gerne einen Kommentar abgeben. Und wer es natürlich nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Würde mich riesig freuen. Damit unterstützt du mich und meinen Kanal. Und am Donnerstag in der Folge werden wir mal in unsere Gegend rumdüsen, ein Jobcenter auswendig machen. Mal gucken, ob wir jemanden einstellen können, beziehungsweise wie das aussieht.
Das können wir ja noch nicht machen, weil wir noch keine Agentur für Arbeit gefunden haben. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir mal hier so einen anderen Auftrag, wo wir nicht mehr so gebunden sind, wo wir echt ein bisschen Kohle machen. Wenn ich das so sehe, 13.000, das macht sich doch gut in unserer Akte. Unsere Aufträge. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis Donnerstag zu einer neuen Folge. Macht's gut!